Meine Damen und Herren, es geht weiter mit Civ6, mit eurem WB, das bin ich, und mit euch. Wir sind auf Twitch unterwegs, wir zeichnen auch für YouTube und klicken auf eine Runde weiter hier. Im Chat gibt es gleich eine Kanalwette, ob es heute noch einen Krieg gibt. Da läuft die Kanalwette, ihr könnt oben eure Buddenkarma-Punkte investieren. Werden wir heute einen Krieg erleben, ja oder nein? Auenland. Irgendwas wurde repariert. Eine heilige Stätte, Tempel noch hinterher. Dann wollen wir hier noch weitere Städte aufdecken. Hier unten sind noch welche. Und wir wollen... Ah, das ist Granada. Und wir müssen den Weg aufdecken für unsere Apostel und so weiter. Mit ihnen wollten wir ins Wasser. Sehr elegant. Einmal ins Wasser und rüber, bitte. Sehr schön. Rüber zu den Ägyptern geht es. Ich zeige euch nochmal kurz, wie es steht und wie es uns geht. Wir haben beim Thema Regionssieg 5 von 6 Zivilisationen bekehrt. Eine fehlt noch, das sind die Ägypter. Bekehren heißt, dass wir Minimum, dass wir mehr als die Hälfte von deren Städten bulimisiert haben müssen oder bullifiziert oder wie immer ihr das nennen möchtet. Und wie viele Städte haben die Ägypter unter Kleopatra? Es sind deren Hauptstadt plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in Summe. 4 Städte müssen wir bullifiziert haben. 4 Städte. Bislang sind es 0, also noch relativ wenig. 4 Städte müssen wir umgedreht haben. Und bei allen anderen müssen wir noch vorne liegen und auch die absolute Mehrheit haben. Also das heißt 50% plus X müssen wir haben. Das kann schnell gehen. Das kann eine Sache sein, die in einer halben Stunde vorbei ist. Das kann mal etwas sein, was viel, viel länger noch dauert. Schattenfuchs, lieben Dank fürs Cheeren hier. Danke dir. So, und hier wollten wir noch Argos müssen behalten. Hier tagt ein religiöser Notfall. Die Stadt ist im Augenblick nicht mehr bullistisch. Wir müssen die einmal umdrehen. Das ist ein Apostel mit 8 Ladungen. Das ist einer mit deren einer. Damit machen wir den entscheidenden Angriff. Einmal. Michoja meint, Kleopatra sei doch dein Sonnenschein, WB. Die geht freiwillig in den Bullismus. Die geht freiwillig zum Bullismus. Die könnten wir auch einmal angreifen. Das machen wir nicht. Damit schwächen wir den minimal. Und stattdessen will ich lieber auf Religion verbreiten gehen. Es wird wieder der Bullismus hier. Weil die Apostel sind viel stärker als die Missionare hier. Mit ihren Ladungen und ihrer Missionierung. Mit denen geht es Richtung... Wir wissen nicht, wohin es geht, ne? Irgendwo hier oben sind die Grenzen. Wo sind hier noch Städte? Kein religiöser Druck nach links. Wo sind die Grenzen? Ich habe keine Ahnung. Ah, Küste. Und hier, komm. Hier kommen wir nicht ins Wasser. Hier sind überall Klippen. Hier können wir ins Wasser. Ah, der kann sofort ins Wasser. Ein Disputa. Ah, nächste Runde erst. Ein Stadtstaat aufgedeckt. Ananarivo. Und die erste Weltumsegelung der Geschichte haben wir gemacht. Und das auf dem Landweg. 5. In Worten 5 Zeitalterpunkte für uns. Und das vor dem Epochenwechsel. Zur Erinnerung. Mehrere Zuschauer haben sich an meine Rockschöße gehängt und haben immer und immer wieder sich gewünscht, ich sollte da unbedingt eine Dromone kaufen, unsere Spezialeinheit, um die letzten Zeitalterpunkte zu bekommen. Ich habe gesagt, nein, WB ist ein Geizkragen und ein Sparfuchs. Jetzt haben wir die notwendigen Zeitalterpunkte für ein normales Zeitalter bekommen durch eine Weltumsegelung. Das heißt, wir sind die Ersten, die auf Ost-West-Strecke alle Geländefelder aufgedeckt haben. Endlich kennen wir die Welt, genau.
Grizzly, danke fürs vierte Abo und ich danke dir. Ein Gesandter irgendwohin. Den könnten wir hier hinschicken, das wäre dann der erste. Das machen wir im Moment aber nicht. Hier gehen wir nächste Runde ins Wasser. Ja, wenn wir wüssten, wo es da lang geht, ne? Da können wir nur ein Feld nach dem anderen ins Wasser gehen. Das ist echt doof hier. Hier oben müssen wir noch ein paar Städte umdrehen. Wir müssen nicht alle umdrehen, aber wir wollen noch ein paar auf Vorrat umdrehen. Denn wir haben exakt die Mindestanzahl von Städten, glaube ich, umgedreht. Es sind 8. 5 müssen wir umgedreht haben und irgendwo noch ein Siedler unterwegs. Wir drehen noch ein paar mehr um. Bei den Kleinen sollte das auch nicht so schwer sein. Schaut mal hier, das ist ein Missionar. Einmal vom Wasser her missionieren. Das ist ein Disputant. Einmal vom Wasser her missionieren. Das ist noch ein Apostel. Ein Ablassverkäufer. Der macht über den Buddhismus raus und wir kassieren 100 Geld. Ein, zwei. Noch eine buddhistische Stadt, sehr schön. Ja, es war eher eine Weltumwanderung, aber wie auch immer. Hauptsache, wir haben es geschafft. Bei den Griechen könnte man auf Nummer sicher gehen, aber das sind 6. Die Griechen, da müssen wir nicht noch mehr machen. Wir gehen lieber hier irgendwo ins Wasser. Ach ja, waren überall Barbaren. Vielleicht können wir Barbarenschiffe umdrehen, mit dessen Eigenschaft Heidenbekehrung. Die könnten es vielleicht schaffen, vielleicht sogar mit Barbarenschiffen, die an der Küste sind. Noch ein paar Leute umzudrehen. Schiffe, die uns dann... Warum hier umdrehen? Machen wir nicht. Wir konzentrieren uns auf die Ägypter. Oh, ich habe völlig vergessen. Wir sind bei den Makedoniern. Und die könnten uns den Krieg erklären. Wir wollten deren Territorium verlassen. Hier geht's im Westen ins Wasser. Ne? Im Westen ins Wasser und dann rüber. Wollten wir noch mehr Sägewerke bauen. Hier überall. Hier geht's entweder an Land oder oben rum, wenn man mal letzteres. Hier vorne hatten wir ein Sägewerk schon gebaut. Hier vorne wollten wir Roden und eine heilige Stätte bauen auf den letzten Metern. Ah, hier könnten wir einmal Trüffel anschließen gleich. Ob Einheiten der freien Städte spieltechnisch Barbaren sein und umgedreht werden könnten? Nein und nein, Schattenfox. Leider nicht. Also leider nicht. Ist halt so. Hier vorne noch ein Bauernhof. Es ist zwar ein Salpeter-Vorkommen. Ah, jetzt können wir keinen Bauernhof mehr machen. Können wir mal von hier aus einen Bauernhof. Hier unten drauf, dann hat er einen höheren Nachbarschaftsbonus. Geht zwar immer wieder kaputt, müssen wir aber durch. Da vorne könnten wir ein Sägewerk draufsetzen. Vorne können wir noch einmal Salpeter anschließen. Ach, Scheibenkleister, ich wollte hier unten reparieren. Habe ich vergessen. Kleopatra. Freundliches Kompliment von Kleopatra an WB. Ihr seid schlimmer als Brutus und Cassius zusammen. Die Welt wird die Wahrheit erfahren. Wir werden denunziert. Dieses Näschen. Ich werde denunziert. Unfassbar. Und nur weil ich ihre Städte... bullifiziere. Hallo Snoop Dogg, liebe Grüße an dich. Ein Zeitalterpunkt und noch einer. Nationalismus erzeugt Nationen und nicht andersherum. Das trifft WB ins Herz. In der Tat, das tut weh hier. Jetzt können wir Kurs bilden. Das bildet... Ah, wir könnten sogar versuchen, goldenes Zeitalter zu bekommen.
Soll ich euch mal zeigen, wie? Wir brauchen noch 7 Runden. 11 Zeitalterpunkte. Chor bringt wahrscheinlich 2 Zeitalterpunkte. Es wird nicht das erste Chor sein, ne? Die Spezialeinheit um die 4, das wären 6. Dann wären wir bei 110. Dann müssten wir noch 5 bekommen. Ich weiß nicht. Eher nicht. Eine Mine hier oben. Eureka für 3. Dormone bringt 4. Erstes Schiff 6. Ist das denn das erste Schiff bei uns? Ich glaube ja, ne? Dann hätten wir nochmal 2 mehr. Regenbogen meint, ich sei... Also, du schreibst das nicht wörtlich. Das finde ich auch lieb, sonst würde ich nämlich weinen. Meine Flirtkünste seien bescheidener. Inquisition auslösen. Guter Kommentar von North Bowman. Wäre auch eine Möglichkeit. Wollt ihr noch ein goldenes Zeitalter haben? Vorteil wäre, dass eventuell unsere Missionare und Apostel weiterhin flink und wisst ihr was, wir versuchen das mal. Wir suchen das. Wir suchen ein güldenes Zeitalter. Hier vorne wird hier wird bitte gerodet. Ja, einmal roden. Wir roden für eine heilige Stätte. Golden geht das Heidentum zugrunde. Sehr schön formulierte Doc Schelm. Sehr freundlich. Ein Hippodrom, auch sehr schön. Wo steht das? Irgendwo woanders. Eine Arena schnell gebaut. Stadtmauern. Eine Arena. Lokal 2 Annehmlichkeiten, die brauchen wir nicht. Die Stadt ist auch so total begeistert. Wir bauen mal eine Stadtmauer hier. Nach dem Merkantilismus neue Sachen hier möglich. Bam, 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 bam. Ein weiterer... wenn wir alle die Gouverneure komplett hätten. Wir können nur einen Gouverneurstitel ausgeben. Wenn wir noch einen bekommen würden, hätten wir alle Gouverneure komplett. Es gibt auch nochmal Zeitalterpunkte. Wir könnten einen Gouverneurstitel bekommen, wenn wir in Bulsankt die Kapelle des Großmeisters nicht erst in 7 Runden fertig hätten, sondern in 6. Das bringt den letzten Gouverneurstitel. Wenn wir hier irgendwie tricksen könnten. Kriegen wir das hin? Den erroden wir uns hier unten. Wir erroden uns die Kapelle des Großmeisters. Einverstanden? Und dann schaffen wir das. Nationalismus. Weiter Gouverneurstitel hier bekommen wir nicht. Einmal schnell den... Wir könnten auch eine Allianz nehmen. Botschaftskanzlei bauen. Die Karten brauchen wir alle nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Da ist ein Gouverneurstitel, den wir nicht mehr brauchen, der auch ewig dauert. Wir machen mal die Aufklärung. Bringt die Aufklärung vielleicht einen Zeitalterpunkt, Leute? Bringt die Aufklärung ein? Wir bauen und oder kaufen auf jeden Fall eine Dromone. Hier vorne heilige Stätte. Als nächstes die Dromone würde... Eine reicht uns ja. Eine Flotte. 2 Dromonen. Eine Flotte kostet, ist in 2 Runden fertig. Eine Dromone und die zweite hinterher. Ja? Das bringt Zeitalterpunkte. Einmal Jagdlager. Dann bilden wir jetzt einen Chor, in dem wir zum Beispiel die beiden Ritter zusammenfassen. Oder die beiden Ritter zusammenfassen. Ich fasse mal die beiden Ritter hier zusammen. Achtung und? Also, ein Zeitalterpunkt durch Nationalismus. Ein Zeitalterpunkt hier durch einen Chor. Lang mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. 10 Punkte fehlen noch. Ein Sägewerk hier vorne. Hier oben bitte rüber zu den Ägyptern. Mhm.
mal, ist hier vorne noch mal jemand um die Ecke bringen, bitte? Nochmal Druck ausüben und jetzt sollte Argos wieder zurückbonifiziert worden sein. Sehr schön. Ja, und das ist ein bisschen wackelig, das haben wir hier noch eine Aktion einmal mit einem Apostel. Das sollen die erstmal wegkriegen hier. Das sollen die erstmal wegkriegen. Und hier wollten wir den Weg rauskriegen für unsere Einheiten rüber zum Ägyptischen Reich. Mhm. Mit ihnen wollten wir auch rüber zu den Ägyptern. Die Zeitalterwidmung, die ist einfach nur, dass unsere Missionare und Apostel mehr Ladung haben und schneller unterwegs sind. Wir kaufen noch einen Apostel und lösen gegebenenfalls noch eine Inquisition aus. Die Apostel sind teuer, wir haben aber 868 Glaubenspunkte. Eine Inquisition, wo wird die Sinn machen? Das ist ja feindlicher. Wo haben wir denn überhaupt noch eine Inquisition? Hier unten vielleicht. Hier gibt es gar keinen Druck auf unsere Städte mehr. Bestenfalls hier vorne. Wir kaufen hier vorne einen Apostel. Da ist er. Also einen Inquisitor kann man ja immer kaufen. Ne? Auch wenn der zu nichts Nutze ist dann. Jetzt geht es rüber zu den Ägyptern. Einmal ins Wasser bitte. Eine Bombarde kaufen. Warum denn das? Wegen Salpeter? Wegen Salpeter oder wegen Ziegenpeter? Oder wegen Mumps oder wegen Heidi? Oder wegen des Großvaters? Leute, ein bisschen mehr Konzentration im Chat. Ich habe das Gefühl, mitunter fangt ihr an, ganz dumme Kuhlauer zu produzieren wieder. Einmal ein Bauernhof hier drauf, neben der Vulkanerde, einmal top. Hier unten wollten wir die Kapelle des Großmeisters roden, vorher einmal reparieren. Wie lange heute noch? Bis zum Sieg, Reilin, bis zum Sieg oder bis ich umkippe. Einmal hier ins Wasser. Was könnten wir mit dem Kollegen hier machen? Bam, 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 bam. WB schießt flach. Ich weiß gar nicht, was dieser Kommentar bedeuten soll. Wir können uns mal temporär... Ah, einmal reparieren. Alles klar. Raus aus dem Reich der Makedonier, falls sie uns den Krieg erklären. Oh lala, was ist denn hier los? Sind das Rebellentruppen hier? Die Stadt rebelliert. Die rebelliert. Und zu welcher Kultur wird die switchen? Wahrscheinlich zur makedonischen, ne? Rebellion in 7 Runden erst. Dann findet die zweite Rebellion statt, okay. Große Persönlichkeiten mit Geld kaufen, ja. Was könnten wir da machen? Wer ist billig? Keiner. So viel Geld haben wir nicht. Da müssen wir eine Weile für sparen. Gibt es auch keinen, der ad hoc super cool wäre? Weiß nicht. Sehe ich eher nicht hier. Das ist kein Rebellenlandsknecht. Das ist einer von Kakuana. Ganz so doof bin ich nicht, Northbowman. Aber du brauchst eine Brille, mein Lieber. Mein Bestes da. Lieber Chat, reicht bitte Northbowman eine Brille. Hat jemand einen Brillen-Emote für Northbowman? Mit dem Apostel hier vorne geht's gen... Ach, hier oben müssen wir noch einen schicken. Mit dem aber nicht. Er würde sich auflösen. Ah, wie machen wir das denn? Ach, ist egal. Komm, wir machen das. Einmal hier oben hin. Stadt wird bullistisch, Einheit löst sich auf und nochmal 100 Geld. Das sollte erstmal reichen hier. Das finde ich gründlich buddifiziert.
Seeweg. Landweg. Wasser. Wasser. Wasser abwarten, oben langziehen. Wasser. Nein. Und nicht weiter und eine Runde weiter. Wir können einmal die Politikkarten wechseln. Die Handwerkerkarte können wir, glaube ich, rausnehmen, ne? Gibt es irgendwo noch Handwerker im Bau bei uns? Nein, können wir rausnehmen. Was nehmen wir stattdessen rein? Erster Gesandter zählt doppelt. Mittlerweile könnten wir mehrere damit versorgen. Zeitalterwechsel in 4 Runden ist Wechsel bei der Aufklärung. Wir haben einen Gesandten. Hier hätten wir dann früh einen Doppelten in Antananarivo, was uns nichts bringt. Hafenbaukarte. Weil wir haben, glaube ich, nur einen Hafen im Bau überhaupt. Das machen wir nicht, nein. Schiffe schneller bauen. Das könnten wir machen. Für mehr Dromonen. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Wir stecken die Rekrutierung hier. Lassen wir hier oben. Und die Militärkarte. Irgendwo ist eine Schiffsbaukarte. Alle Einheiten aus der Renaissance und früher. Ich glaube nicht, dass die Dromone moderner ist. Die kommt hier unten rein. Okay? Alles, so bleibt alles. Ein Produktionspunkt in allen Städten ginge auch, aber so finde ich eigentlich cooler. Die Dromonen gehen so flink, so gehen sie noch flinker. Vielleicht können wir den Hafen hier sogar roden. Oh, ein kaputtes Boot Rom. Gehört Genießbull hier unten. Ach, die Arena muss repariert werden. Das ist nicht so schlimm. Eine Runde weiter. Straßen wurden verbessert. Groll gegen uns. Drei. Oh Gott. Die halbe Welt hasst uns. Das stimmt nicht. 3/5 der Welt hasst uns. Nur unsere eigenen Bürger hassen uns nicht. Echt krass. Guck mal, wie die auf uns gucken. Gorgo, Alexander, Kleopatra. Wenn es einen Krieg gibt, werden wir Probleme haben, hier durchzukommen. Eine Runde weiter. Immerhin hassen wir uns selber nicht, ja. Zwei Zeitalterpunkte. Nur zwei? Ihr hattet behauptet, es wären 4. Es waren nur 2. Ah, Dromone 4 und das erste Schiff gibt 2. In Summe 6. 6 Zeitalterpunkte. Jetzt fehlen noch 4, ne? Goldenes Zeitalter in 6 Runden, 4 Zeitalterpunkte fehlen. Eine Flotte, die erste Flotte sollte auch was bringen, oder? Und alle Gouverneure, wir können uns einen Gouverneur schon mal kaufen. Wir kaufen uns Armani und schicken sie wohin? Sobald sie etabliert ist, gibt es 4... Ja, sobald sie etabliert... Wir könnten auch der erste zu rennen werden in Akkad. Da müsste nur Armani hinschicken und 840 Gold ausgeben. Das müsste aber binnen von 5 Runden klappen. In 6 Runden Zeitalterwechsel. Wir machen das mal auf Vorrat. Wir schicken mal Armani nach Akkad. Sicherheitshalber. Ja? Heilige Stättengebet. Einmal fertig. Noch ein Heilige Stättengebet. Moschee. In Kuramel, ganz im Westen. Heilige Stättengebet. Ziehen wir jetzt durch. Das sind die Stadtmauern. Arena oder Heilige Stättengebet? Heilige Stättengebet. Wir blicken mal kurz auf die Zufriedenheiten aller Orten. Alle glücklich. Das macht mich auch glücklich, muss ich sagen. Ja. Jetzt kaufen wir noch ein paar Einheiten. Vorher noch die Produktion zu Ende durchziehen. Hier vorne wurde irgendetwas repariert. Moschee bauen.
oder Moschee kaufen mit Geld. Geht nicht. Moscheen kann man nur mit Glaubenspunkten kaufen. Moschee bauen bitte. Und hier weiter rumlaufen, alles Mögliche aufdecken. Und hier vorne wollten wir das einmal reparieren und dann hier unten rodern. Und eventuell klappt es dann.